Typen. Und? Ja, irgendwie wird live übertragen. Wir müssen mal schauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon angefangen hat. Man hat immer so einen hässlichen Vorlauf. Sobald ich hier sehe, weißt du, wir warten einfach noch 10 Sekunden und dann fangen wir an. Das ist, wir haben schon längst angefangen gehabt, bis uns aufgefallen ist. Jetzt passiert was? Ja. Super. Ja. Ja, die Frage ist bloß, womit? Ja, irgendwie wird live übertragen. Also, wir haben so ein zeitliches Problem. Also ich fange jetzt einfach mal an. So, ich mache die Begrüßung diesmal. Mann, falsche Taste. Alex, ich glaube, der Kuchen tut dir einfach nicht gut. Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch ganz herzlich bei diesem wunderschönen Livestream. Wir haben tatsächlich gerade eben schon mal gestartet. Also wir haben bloß den Knopf bei YouTube nicht gedrückt. Also wir haben schon einmal mit euch den Start in den Livestream gemacht. Nur YouTube wusste nichts davon. Dum, 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 dum. Ich guck mal jetzt, ob die Aufzeichnung auch irgendwie entsprechend läuft, weil das habe ich nämlich auch einmal ausgeschaltet. Jetzt läuft auch die Aufzeichnung. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich. Alle, die am Livestream sind, alle, die sich das in der Aufzeichnung angucken, wir freuen uns über Kolleginnen und Kollegen. Du musst das nicht übertreiben mit dem Gender. Darf die Männer schon auch noch. Wir bedanken uns bei den Leuten im Live-Chat. Und wir begrüßen natürlich hier im Studio jetzt auch Herr Sems ganz vorne. falsche Kamera, du musst da zu der da gucken, wenn du deine. Genau. Und ja, Frau Alberts ist auch wieder am Start. Und das war's dann, oder? Tschüss. Ciao. Ja, wer hätte denn gedacht, dass wir uns das leisten können? Wir streamen in schwarz. Also wir haben uns überlegt, ganz innovativ, wir machen heute einen Hörfunkbeitrag. Die Sache mit dem Bild hat sich irgendwie nicht wirklich etabliert, insbesondere kann man das beim Abwaschen nicht irgendwie gucken. Und deswegen machen wir heute einen Beitrag, mal ganz ohne Bild, einfach nur unsere Stimmen. Also ich bin Herr Baldorf, das erkennt man an dieser Stimme. Neben mir sitzt Frau Alberts und Herr Zelms. Okay, fangen wir an. Wir zeigen heute zwei Campus-Clips als Blindfilme sozusagen. Nein, Quatsch. April. Wir sind natürlich da und machen alles wie gehabt. Nämlich heute in der folgenden Sendung kommt Kamera 8, Kamera 6. Du bist dran. Ja, gut. Haben wir alle gelacht? Jetzt kommt der Ausblick. Ja, warum? Mach mal den Ausblick. Okay, also wir fangen an mit den Campus-Clips. Wir haben heute zwei. Ablauf und wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich im Folgenden. Zuerst möchte ich euch sagen, dass wir uns ganz doll freuen über eure kreativen Ideen und wir es gar nicht erwarten können zu hören, was ihr so den ganzen Tag macht. Ich bin übrigens Frau Kosika, ich arbeite im FG1 und ihr braucht heute ein Lineal, dann Buntstifte, ein internetfähiges Smartphone, eine Schere und am besten so einen hohen Weinkarton hier. Sofern ihr jetzt keinen zu Hause habt und eure Eltern keinen haben, fragt ihr einfach mal im Supermarkt. Man hört mich. Ja, wir haben gerade ein technisches Problem gehabt, ihr hört das an dem Hall. Irgendwie ist der Stream abgebrochen. Wir haben den jetzt einfach nochmal gestartet. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle der abgebrochen ist. Wir starten einfach den Campus-Clip nochmal. Also, wenn der ganze Quatsch und Spaß irgendwie nicht übertragen ist, das ist das eine. Aber die Kollegen haben sich ja Mühe gegeben und tolle Clips für uns, für unser Fernsehen, für unsere kleine Show irgendwie vorbereitet. Und das wollen wir schon in voller Länge streamen. Und deswegen jetzt also nochmal der Campus-Clip von Frau Kosika. Ganz von Anfang an. Sind wir startklar? Dann starten wir in 3, 2, 1, Action! Auf
aufgrund dieser extremen Situation haben wir uns überlegt, dass es total interessant wäre, von euch mal zu hören, was ihr so erlebt. Wie sieht euer Tag aus? Was macht ihr den ganzen Tag? Was habt ihr für negative Gefühle, für negative Erfahrungen schon mit der Pandemie gemacht? Was hat euch besonders bewegt oder was fandet ihr besonders schön vielleicht auch zu hören? Und was sind allgemein eure Eindrücke? Ihr könnt alles zum Thema Coronavirus-Pandemie in dem Film verpacken. Dazu müsst ihr eine kleine Geschichte entwerfen, die dann anschließend verfilmt wird. Aber Näheres zu dem Ablauf und wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich im Folgenden. Zuerst möchte ich euch sagen, dass wir uns ganz doll freuen über eure kreativen Ideen und wir es gar nicht erwarten können zu hören, was ihr den ganzen Tag macht. Ich bin übrigens Frau Kosika, ich arbeite im FG1 und ihr braucht heute ein Lineal, dann Buntstifte, ein internetfähiges Smartphone, eine Schere und am besten so einen hohen Weinkarton hier. Sofern ihr jetzt keinen zu Hause habt und eure Eltern keinen haben, fragt ihr einfach mal im Supermarkt, ob ihr da einen mitnehmen könnt. Wir brauchen auf jeden Fall diese Höhe und müssen den zurechtschneiden, damit wir uns ein provisorisches Stativ basteln. So, ihr schneidet also den Karton so auf, dass die ganzen Seiten des Kartons entfernt sind und dass nur noch das Kartongerüst existiert. Dann entfernt ihr den Deckel und in den Boden schneidet ihr ein Loch. Anschließend nehmt ihr euer Smartphone, öffnet da die Kamera, die Videooption und legt die Kamera direkt über dieses Loch, damit ihr von oben aus der Vogelperspektive eure Objekte filmen könnt. Hier seht ihr nochmal, was ihr alles braucht, um diesen Film zu entwerfen. Und wir starten dann jetzt erstmal mit Grundlegendem. Es gibt einmal die technischen Aspekte, die wir berücksichtigen müssen und dann natürlich die inhaltliche Struktur. Wir gehen zuerst auf die technischen Aspekte ein. Hier gibt es nämlich zwei Optionen. Wir müssten jetzt wieder Signal haben an alle Zuschauer draußen, die jetzt sozusagen von mir hören. Irgendwie ist heute der Wurm drin, wir haben jetzt schon den zweiten Abbruch vom Stream. Wir spulen jetzt aber nicht mehr das ganze Video zurück, sondern wir haben Pause gemacht, sind nur eine Minute zurückgesprungen und hoffen, dass wir das diesmal überbrückt haben. Wir haben jetzt sozusagen die Monarch ein bisschen im Blick. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Ich würde sagen, let's play! Ein Gerüst existiert, dann entfernt ihr den Deckel und in den Boden schneidet ihr ein Loch. Anschließend nehmt ihr euer Smartphone, öffnet da die Kamera, die Videooption und legt die Kamera direkt über dieses Loch, damit ihr von oben aus der Vogelperspektive eure Objekte filmen könnt. Hier seht ihr nochmal, was ihr alles braucht, um diesen Film zu entwerfen. Und wir starten dann jetzt erstmal mit Grundlegendem. Wir sind wieder online. Also, wir probieren es ein weiteres Mal. Der Stream steht wieder. Wir haben es diesmal gemerkt, mitten im Video. Wir haben vorher schon mal einen Abbruch gehabt. Hoffentlich bleibt es jetzt erhalten. Unsere Zuschauerzahlen sinken und steigen wieder. Ich bin ein bisschen ratlos. Bei uns bricht hier halt regelmäßig das Netzwerk zusammen. Aus irgendeinem Grund. Es ist irgendwie nicht so zuverlässig wie sonst. Ich hoffe, dass wir das Problem jetzt nicht nochmal haben werden. Wir behalten es weiter im Auge. Ansonsten gibt es eine Aufzeichnung von dem Ganzen und dann gibt es das halt nicht live, sondern nur als Aufzeichnung. Das heißt, mein Statement oder mein Standpunkt ist jetzt, dass wir das jetzt im schlimmsten Fall einfach nicht wieder die Aufnahme stoppen, sondern das weiterlaufen lassen. Im Hintergrund versuchen natürlich irgendwie den Stream wieder aufrecht zu erhalten und aber nicht wieder diese Unterbrechung im Abfluss machen, sodass wir nachher die Datei im schlimmsten Fall hochladen können mit all den Fehlerchen. Dann kann man das wenigstens im Nachhinein schauen und das ist nicht so segmentiert. Also geteilt in irgendwie so komische Abschnitte, in denen nichts passiert und wir irgendwie bullshitten. Ja, so ist das im Live-Betrieb. Wenn man nicht irgendwie eine Milliarde Euro an Fernsehgelder irgendwo versenkt hat, um wirklich, wirklich gute Technik am Start zu haben und 5 Backup-Leitungen und einen vernünftigen Uplink und bla bla bla, was man alles so haben muss.
Ihr seid gar nicht online. Was du gesagt hast, haben wir nicht gehört, aber ich bin drauf eingegangen. Anyway, ich laber schon wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir probieren es jetzt einfach nochmal weiter mit dem Video. Und jetzt haben wir also das nächste technische Problem. Der Computer von Frau Alberts ist auch im Eimer. Toll. Probier mal das Problem zu lösen. Ich überspringe einfach an der Stelle. Und vielleicht mache ich Chill mit Müll zuerst. Oder wollen wir, Herr Zelms, wollen wir das Tagesrätsel machen und machen danach nochmal die Campus-Clips? Bist du in der... Achso, das Video kann auch bei mir laufen. Ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt und der kann jetzt sogar Videos abspielen. Wieder. Oder aber ich kann, wie gesagt, auch die Eierschale. Wir müssen jetzt irgendwie leicht improvisieren und uns verständigen. Und ihr könnt dabei sein. Ist das nicht toll? Wir können das vorziehen. Dann machen wir das einfach. Herrn Alberts. So schnell sind wir verheiratet, Frau Alberts. Her damit. Ja. Aber mein Name. Ihr seid übrigens immer noch gemutet. Nee, ich nicht. Doch, ich habe euch noch gemutet. So, ja, ey, also heute ist echt schräg. Also ihr habt alles gehört, ihr habt vor allem mich gehört. Die anderen haben auch was gesagt. Witzig. Oder auch nicht. So, Herr Zelms ist am Start. Ich lade mal das Video. Und ich halte jetzt die Klappe und Herr Zelms übernimmt einfach. Jo. Frau Alberts, machst du die Kamera? Ja. Geil. Oh. So, ich bin auf der, ja. Sehr gut. Warum bin ich hier, worüber rede ich und warum das Ganze? Und zwar hat man ja in so einem Rahmen von so einem Livestream Campus TV mal die Möglichkeit, ein paar Sachen zu betrachten, die man sonst nicht so intensiv macht im Unterricht. Und heute soll es dabei gehen um das Thema Modelle? Haben wir gestern auch schon eine kleine Einführung zu bekommen, aber... In der Physik. Ja, ist nochmal ein Unterschied. Oh, ich denke, Physik und Mathe unterscheiden sich da gar nicht so sehr. Also ihr könnt das ja, wir können das ja gerne dann diskutieren. Ihr könnt das auch abgleichen mit Sachen, die ihr schon behandelt habt. Modelle diskutieren können wir. Sehr gut. Und zwar, warum nehmen wir überhaupt Modelle und welchen Zweck hat es, welche Arten von Modellen gibt es und wo kennt ihr das vielleicht auch schon? Das ist ein Themenbereich, der ist relevant eigentlich von Physik 7 bis 13. Das heißt auch für die Jüngeren, wenn ihr noch keine Physik in der Schule habt bisher, könnt ihr euch das schon mal mit anhören. Ihr kennt das wahrscheinlich auch aus dem Navi-Unterricht schon, also aus diesen vorbereitenden Sachen, auch in Mathe und so weiter. Und zwar ein Modell ist prinzipiell immer eine vereinfachte Abbildung einer komplizierten Realität. Das heißt, man versucht irgendetwas so sehr zu vereinfachen, dass man damit arbeiten kann. Sei es im Unterricht arbeiten kann, wissenschaftlich damit arbeiten kann oder technisch. Dafür gibt es verschiedene Arten von Modellen. Und zwar zwei grobe Gruppen, die man da unterscheiden kann. Das eine sind materielle, technische Modelle. Also zum Beispiel habe ich hier mal ein Modell von einem Auto, ja, also ein Modellauto naheliegenderweise. So ein Modell ist in seiner Form dem Original sehr ähnlich. In dem Falle funktioniert es sogar, das heißt, da gibt es eine Fernbedienung zu, man kann damit fahren. Soweit vereinfacht, dass man das aber im Unterricht oder für Experimente zum Beispiel in der Schule verwenden könnte, was man jetzt mit einem echten Auto nicht machen könnte. Solche technischen Modelle finden auch Anwendung in Firmen zum Beispiel. Also wenn ihr euch vorstellt, dass man Untersuchungen macht, zum Beispiel hier bei der, ich möchte die Marke mal nicht nennen, die mit den vier Ringen. Ja, wenn die jetzt gucken wollen, wie sich vielleicht der Luftwiderstand dieses Autos verhält, baut man vorher erstmal ein paar Modelle, die kann man leicht abändern. Die müssen auch nicht unbedingt aus Metall oder Carbon oder so sein. Hauptsache, sie haben eine soweit recht ähnliche Form. Und dann kann man die zum Beispiel in den Windkanal stellen und schauen, wie verhält sich sozusagen der Luftwiderstand oder die Luft um das Auto, bevor man dann ein echtes Auto baut. Weiteres euch bekanntes Modell sicherlich zum Beispiel auch sowas, ja, also eine Modelleisenbahn. Genau. Die funktioniert natürlich, ja. Ich habe auch die Schienen dazu sind oben. Ist H0, ja. Also wer da spielen möchte.
diese Modelle für uns in der Schule haben oft die Funktion, dass wir euch Sachen damit erklären wollen. Also man erklärt, wie funktioniert ein Auto oder wie funktioniert eine Eisenbahn. Das kann so ein 1:1 Modell sein, beziehungsweise natürlich nicht 1:1, sondern 1:14 oder so, was genauso aussieht. Das können aber auch Schnittmodelle sein zum Beispiel. Das heißt, man macht irgendeinen Querschnitt durch irgendwas, durch einen Motor oder so und zeigt das auf einem Projektor oder mit einem Beamer. Man kann das sozusagen als Zeichnung machen. Also ein Modell von einem Auto wäre vielleicht auch sowas. Je nachdem, wie gelungen das ist. Ja, also ein bildhaftes Modell von etwas. Ja, man erkennt auch eine ganze Menge schon daran. Muss irgendwie Räder haben, das vorne ja, und hinten. All das ist dann immer zur Erklärung, um irgendwie Sachen verständlich zu machen, um Dinge sozusagen zu durchdringen, die einfach bei dem Original viel zu kompliziert wären. Also bei einem großen Auto, da sind so viele Sachen dran, die für uns überhaupt nicht wichtig sind, wenn es uns zum Beispiel nur darum geht, fährt es oder fährt es nicht. Ja, also diese Modelle sind auch immer sehr zweckgebunden. Das heißt auch, dass die Modelle immer eingeschränkt sind. Das heißt, ein Modell nutzt man immer für einen gewissen Zweck. Wenn wir jetzt nochmal bei diesem Auto hier sind und ich habe gesagt, naja, vielleicht wollen die gucken, wie ist der Luftwiderstand. Man könnte natürlich bei dem Modellauto jetzt nicht gucken, wie stark ist der Motor in echt zum Beispiel oder wie viel Platz haben die Passagiere. Ja? Also ein Modell hat immer einen ganz bestimmten Zweck und hat entsprechende Einschränkungen. Noch was dazu? Strukturmodellaufgaben, Zusammenhänge. Passt. Okay. Ich habe noch ein Lieblingsmodell. Ja? Mein Lieblingsmodell heißt sogar Modell. Und zwar? Na, das heißt Modell. Das sind diese Frauen, die immer irgendwie total modellhaft... Ein Model. Ein Model, ja. Der Begriff kommt ja auch nicht von ungefähr. Der kommt nicht von ungefähr. Ist sozusagen das Idealbild einer Frau, die sich jemand ausgedacht, oder das Idealbild, was sich jemand ausdeckt, dieses Modell für die perfekte Frau, so wie das hier ein Modell für das Auto ist. Sondern vor allem auch für die Klamotten und was gerade eine total schöne... Naja, pass auf, unsere Gesellschaft ist ja total verrückt, die verändert sich auch. Und während diese Models irgendwie vor 10 Jahren irgendwie alle noch so super dünne und schlank waren, wie irgendwie so eine Barbie-Puppe, sind wir ein Stück weiter gekommen und es gibt jetzt tatsächlich Models, die sehen aus wie normale Menschen. Das heißt, auch die Modeindustrie ist auf die Idee gekommen, dass wir Modelle von echten Menschen brauchen, wenn wir die Sachen von echten Menschen anziehen wollen. Also, da kommen wir der Sache sogar recht nahe. Und zwar, weil auch diese modernen, wie du sagst, Modelle haben ja wieder einen Zweck. Man will also Mode auch für Leute verkaufen, die nicht dem dünnen Ideal entsprechen, sondern anderen Idealen. Mhm. Also auch die haben ja einen Zweck und die muss man halt entsprechend anpassen. Insofern ist das ja gar nicht so weit entfernt, genau, wie es vielleicht erst scheint. Die Modelle in der Physik, die ändern sich in der Regel nicht und zwar vor allem dann nicht, wenn wir zu ideellen Modellen kommen. Und jetzt kommt das, was eigentlich für euch meistens im Unterricht das Spannende, das Interessante ist. Ideelle Modelle versuchen, die Realität so weit zu vereinfachen, dass wir sie mathematisch abbilden können. Also sind eine komplett theoretische Erfassung der Realität. Also zum Beispiel, wenn ihr euch schon mal mit Licht beschäftigt habt, dann sagen wir im Anfangsunterricht immer, Licht ist ein Strahl. Das ist ein Lichtstrahl. Fertig. Ja, ob das jetzt wirklich, ob das jetzt wirklich ein Strahl ist oder nicht, das ist erstmal völlig egal. Denn wir können die Phänomene, die wir so untersuchen wollen, mit diesem Modell eines Strahles gut beschreiben. Und das kommt in der Regel hin. Ja, also wie gesagt, das hat Einschränkungen, man kann nicht alles damit bestimmen, aber für das, was wir untersuchen wollen, ist das Modell Lichtstrahl ein geeignetes. Später, die jetzt in der Oberstufe sind, die werden schon wissen, okay, es gibt noch das Wellenmodell und so weiter, aber für die einfachen Phänomene reicht eben das Modell Lichtstrahl. Dann kommen wir dem näher, was wir letzte Woche auch beim Coronavirus schon mal gemacht haben, gibt es das Teilchenmodell. Das heißt, man geht immer davon aus, alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen, den Molekülen, und die sind rund. Und wir hatten da gesagt, jetzt wird hier schon auf die Hände gezoomt, dass wir bei der Simulation zum Coronavirus so tun könnten, als wären alle Menschen kleine Kügelchen, die sich einfach irgendwie im Raum bewegen. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit zum Modell Massepunkt. Jetzt kannst du die Kugel hier sozusagen fokussieren. Diese da. Okay. Okay. Also, wer das Teilchenmodell kennt, und das werden die meisten sein, zumindest vom Begriff her, wo gesagt wird, dass alle Stoffe aus kleinsten Teilchen bestehen. Und die sind alle kugelförmig. Und die sind schwarz. Alle kugelförmig. Nee, manche haben andere Farben. Also je nachdem, Wasserstoff ist je nachdem immer blau, welche Farbe mein Stift hatte. Sauerstoff ist immer grün. Genau. Und das Modell Massepunkt sozusagen, das Teilchenmodell, die sind sich nicht so unähnlich.
Ich werde jetzt weitermachen mit dem Modell des Massepunktes sozusagen, weil das in der Mechanik sehr verbreitet ist und nochmal ja, klar machen, warum wir dieses Modell nehmen. Wir gehen also davon aus, dass die Form von Gegenständen, wie zum Beispiel von diesem Auto, völlig egal ist, in der Regel, wenn ich physikalische Berechnungen machen möchte, die den Anforderungen des Unterrichts genügen und meistens auch den Anforderungen an der Universität oder sowas, also dass man wirklich die komplette Form berücksichtigt, das ist dann eher selten. Und ich sage sozusagen, dass das komplette Gewicht, die komplette Masse dieses Autos, die vereinige ich hier in einer Kugel und die setze ich so ungefähr in die Mitte. Man nimmt optimalerweise den Schwerpunkt. Und das Auto ist quasi nur noch eine Kugel. Und jetzt interessiert mich nicht mehr, wie die Form ist. Eine Voraussetzung dafür ist natürlich, dass mich auch nicht interessiert, wie der Luftwiderstand ist, weil den wollte ich ja hiermit vielleicht untersuchen. Das heißt, wir gehen einfach davon aus, das Auto wird als Massepunkt dargestellt. Und alles ringsrum interessiert mich nicht. Und das ist eine ganz wichtige sozusagen Grundvoraussetzung für alles, was ihr in der Mechanik, in Physik machen werdet. Ja, weil man es dann nämlich rechnen kann. Weil man es dann rechnen dieses, kann. Wenn wir dieses Auto so lassen würden, dann wäre das so kompliziert und gerade Schulmathematik reicht dann einfach überhaupt nicht mehr aus, um genau zu beschreiben, was da passiert. Das heißt, es ist jetzt völlig egal, ob da ein Auto runterrollt oder ob wir sagen, irgendjemand, oh, weiße Kreide, so. Irgendjemand rennt hier den Berg runter. Auch egal. In beiden Fällen gehen wir einfach davon aus, wir haben einen Massepunkt. Und der bewegt sich sozusagen unseren Berg runter. Das gibt einen total schönen Spruch, der das super veranschaulicht. Und zwar lautet der: Punktförmiger Affe klettert reibungsfrei masseloses Seil empor. Das beschreibt so alles, ungefähr, was in der Physik ganz gerne gemacht wird. Wir vereinfachen die Probleme einfach so, dass wir sie auch verstehen und beschreiben können mit unseren einfachen Methoden der Mathematik. Und dann ist es also ein punktförmiger Affe. Das ist dieser punktförmige Affe, den sieht man dort. Den reibungsfrei natürlich, weil Reibung ist immer schwer zu berechnen. Und ein masseloses Seil empor ist wichtig, weil sonst gibt es nachher noch Gravitationsanziehung zwischen dem Seil. Wenn es eine Masse hat, hat es eine Gravitation. Und dann schwingt es vielleicht auch noch, oh Gott. Ja. Warum machen wir das schlussendlich? Ich habe dazu was gelesen, passenden Spruch, wie ich finde, dass unsere Arbeit in der Physik ist dann erledigt, wenn wir sie den Mathematikern übergeben können. Das heißt, wir machen so ein Modell und stellen eine Gleichung dazu auf, die soweit passt, und dann sind wir fertig. Das heißt, das Umstellen der Gleichung, das Ausrechnen mit Zahlen, das ist ja eigentlich keine Physik mehr. Das heißt, dann habe ich das Problem schon erfasst, passt soweit, und das Ausrechnen, das kann ja jeder. Manche sagen sogar, wir haben das Problem einfach nur modelliert. Richtig, wir haben das Problem modelliert. Ich weiß, dass natürlich, die Frau Albers sagt schon, naja, dass das Ausrechnen selbst... das machen auch nicht die Mathematiker, das machen die Informatiker, beziehungsweise die Maschinen am PC heute. Optimalerweise. Genau. Dass das dann oft euch vor Probleme stellt im Unterricht oder sowas. Das ist dann gewissermaßen schade, denn das sollte es nicht. Ihr habt das Problem eigentlich dann gelöst, wenn ihr erkannt habt, was das Problem ist. Und zwar ist das eine perfekte Überleitung schon, zu dem, was ich jetzt machen wollte mit meinem Rätseln Video? Sozusagen. Rätsel? Video-Rätsel. Ich habe zwei Versionen. Einmal ist ein Video, das habe ich direkt auf dem Stick abgelegt. Das heißt Skyscraper, das würde ich als zweites machen. Als erstes habe ich eine einfachere Variante. Und zwar Rätsel Nummer 1. Das ist für diejenigen, die vielleicht in der Physik noch nicht ganz so weit sind, weil Rätsel Nummer 2 ist ein bisschen schwieriger. Rätsel Nummer 1, ihr könnt es auch selber ausprobieren zu Hause. Bedenkt aber bitte das Standardvorgehen bei Experimenten. Das heißt, ihr bekommt jetzt von mir eine Aufgabe. Ihr überlegt euch erst, was das erwartete Ergebnis sein könnte, mit einer Begründung dazu. Dann probiert ihr es aus, guckt, was rauskommt. Und dann gleicht ihr ab und überlegt, hatte ich recht, hatte ich nicht recht. Warum? Die Erklärung von mir kommt dann morgen. Ich mache eine kurze Skizze dazu. Und zwar, wir haben einen Wasserhahn. So. Der ist an der Wand. Und aus dem Wasserhahn kommt, ich habe jetzt hier keine blaue Kreide, deshalb grün,
kommt natürlich, wenn ich den aufdrehe, naja, Wasser raus. Gammliges Wasser. Gammliges Wasser. Wasser aus einem schönen Ökosystem. Wir sind ja am grünen Campus. Kommt da also grünes Wasser raus. Meine Frage an euch: Was passiert mit dem Wasserstrahl auf dem Weg von hier oben nach hier unten, bevor der also in das Becken eintritt? Uns interessiert nicht, was passiert, wenn der unten auftrifft, sondern was passiert auf dem Weg. So, manche haben es jetzt wahrscheinlich schon überlegt. Wasser aus einem schönen Ökosystem. Wir sind ja am grünen, wir sind ja hinaus für Variante A. Der ändert sich überhaupt nicht. Das heißt, von oben bis unten bleibt der gleich breit, gleich stark. Variante B. Von oben bis unten wird der Wasserstrahl etwas breiter. Das heißt, hier unten wird er etwas breiter sein, als er da oben war. Variante C, genau andersrum, der wird etwas schmaler. Okay, das ist also die Aufgabe. Bleibt er so, wird er breiter oder wird er schmaler? Versucht es euch mal zu überlegen mit einer Begründung dazu. Darf man es auch ausprobieren? Ich meine, danach probiert man es aus, genau. Optimalerweise vielleicht, wenn ihr ein bisschen eine größere Strecke habt oder so. Ja, also Badewanne? Nicht, Badewanne vielleicht, ja. Also nicht unbedingt hier bei so einem kleinen Waschbecken, da wird man nicht viel sehen, wobei es auch da geht. Experimentiert ein bisschen damit rum, wie stark ihr den Wasserstrahl macht, je nachdem, wie sehr ihr den Hahn aufdreht, umso mehr oder weniger sieht man den Effekt. Das war das erste Rätsel. Ihr könnt es vereinfachen mit einem Modell. So. Das zweite Rätsel geht um folgenden kleinen Filmclip. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich hoffe auch, dass das funktioniert. Hast du schon mal gehört? Und zwar, ja, ich sag mal vorher noch was dazu. Und zwar für alle, die in meinem Kurs 11 Physik sind, genau hingucken, vor allem morgen, dann wenn die Auflösung kommt, das habt ihr als Hausaufgabe bekommen. Für die anderen Einleitung, es geht um den Film Skyscraper. Wer Amazon Prime hat, kann den gerade gucken. Aber ansonsten den kleinen Clip, den darf man da auch extrahieren und für die Lehrzwecke geht das schon klar, der jetzt gleich gezeigt wird. In dem Film Skyscraper ist es so, dass unser Hauptdarsteller Dwayne The Rock Johnson, der muss seine Familie retten, die ist in einem brennenden Hochhaus. Und traumatische Erinnerung. Was man hier nicht sieht, das ist in der, im ersten Teil des Films, der hat auch noch eine kleine Behinderung bei einem Einsatz, er war früher Polizist, da hat er ein Bein verloren, das heißt, er hat so eine Prothese und um in dieses Hochhaus zu gelangen, ihr werdet es gleich sehen, nimmt er nun Anlauf und hüpft sozusagen von einem Kran rüber. Wir gucken uns das mal an, Fragestellung folgt danach. Kein Ton. Na toll. Wir haben keinen Ton. Oder gibt's da gar keinen Ton? Doch, da gibt's Ton. Mit Ton ist natürlich dramatischer. Ja. Geht doch. Nee, da ist kein Ton. Du musst jetzt was erklären. So, du machst den Ton. Wir synchronisieren das nach. Oh, ich springe jetzt gleich. Schießen. Feuer einstellen. Oh nein, er springt. Springt er? Schafft er es? Und zack. Oh. Wahnsinn. Bam. Der bleibt hängen am letzten Zipfel. Oh nein. Was ist das, wo er da dranhängt? Ein Stück Blech bestimmt. Hält er mit einer Hand scharfkantig. Okay. Er hat Arbeitshandschuhe an. Also, wir haben die Szene gesehen. Nochmal? Ich. Ja, nicht unbedingt notwendig. Ich habe ein kleines Dokument abgelegt, wo ein Bild drin ist, sozusagen von dieser Sprungszene. Wo man das mal sich anschauen kann. Die Frage natürlich, habt ihr den spektakulären Sprung gesehen? Schafft er das? Also ist es realistisch anzunehmen, abgesehen davon, dass man jetzt hier mit Special Effects in Hollywood arbeitet, ist es realistisch, dass Dwayne Johnson diesen Sprung schafft vom Kran in das Fenster? Dazu habe ich eine kleine Abbildung bereitgestellt. Ja. Die ihr wahrscheinlich dann in einem Link neben dem Video auf gcm.schule/tv findet. Dazu kleine Skizze nochmal für diejenigen, die jetzt hier vielleicht auch das darauf keinen Zugriff haben. Das war noch vom ersten. Achso, das ist vielleicht noch ein genereller Hinweis, wann immer ihr Aufgaben lösen wollt, vor allem in der Mechanik, macht euch eine Skizze. Eine Skizze, auch wenn die falsch ist, führt nie dazu, dass ihr schlechter bewertet werdet oder so. Es kann höchstens dazu führen, dass der Lehrer erkennt, wo euer Fehler lag und dann vielleicht noch sozusagen Folgepunkte geben kann. Das oder ist so. Nämlich auch ein Modell. So eine Skizze ist nämlich ist auch immer ein Modell. Ein ikonisches, ein bildhaftes Modell.
Also, ich habe auch immer sehr gerne Skizzen gemacht und einen Physiklehrer hatte ich in der Oberstufe, der hat dann immer dran geschrieben, schlechte Skizze. Weil ich einfach nur, das war einfach nur eine Skizze, ich dachte so, Alter, das ist... Schlechte Skizze gibt's nicht. Nicht mehr als eine Skizze machen. So, manchmal macht man das ja einfach nur für sich und man will gar nicht, dass der Lehrer das sieht, aber okay. Man muss... Also, wir haben hier einen Kran, hier ein Hochhaus, das genügt. Man kann dann in meiner Abbildung noch sehen oder abschätzen, wie groß die Entfernung ungefähr ist. Das heißt, war das Fenster wirklich waagerecht, ja? Nee, eben nicht. Hier wäre die waagerechte Linie. Das Fenster, in das er springt, ist ein bisschen weiter unten. Ich sag mal etwa hier. Und wir rechnen natürlich wieder mit unserem Massepunkt. Und die Frage ist sozusagen, man sieht das ja schon, wer das kennt, Modell des waagerechten Wurfes. Sehr schön. Ob diese Linie für ihn zu erreichen realistisch ist, ob er also hier ins Fenster treffen kann oder ob möglicherweise eher sowas passiert. Oder, was ja auch sein könnte, wie in dem Comic, sowas. Ja, die alten Looney Tunes Filme, er wird rennen, wird feststellen, Mist und plumpst runter. Wir haben schon gesehen, im Film passiert die orangene Linie. Ob er das schaffen kann, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell er anläuft. Das heißt, eure eigentliche Aufgabe, wenn ihr das wirklich löst für meinen Kurs, ist es zu berechnen, wie schnell er anlaufen müsste, um von einem, bei einem waagerechten Wurf ausgehend diese Distanz zu überwinden. Wie groß die Distanz ist, wie tief das runtergeht, das könnt ihr abschätzen anhand der Zeichnung, die ich euch beigelegt habe. Ja, also wir wissen, Dwayne Johnson ist ungefähr 2 Meter groß. Nehmen wir noch einen Arm dazu, sagen wir mal 2,5. Und er springt hier ein bisschen runter, das müsst ihr mal nachmessen. Also grob, ja, mit dem Lineal. Ihr könnt ja den Darsteller messen, sagen, okay, so viel sind also 2 Meter. Wie viele Meter sind das dann? Also wie viel sind das? Und dann könnt ihr ausrechnen, ob er es schafft oder nicht. Und schon mal vorweggenommen, er muss ganz schön schnell sein. Und die Nerds unter euch, die können dann gucken, wie langsam darf er sein, wenn er nicht waagerecht springt, sondern wenn er nach oben springt. Weil eigentlich springe ich ja, wenn ich vorwärts will, das wäre die Frage. Stück nach oben, ja. Ne? Die Frage wäre, wie viel springt er nach oben? Aber dann sind wir beim schrägen Wurf. Das ist natürlich hinreichend komplizierter. Wenn ihr im Leistungskurs seid, könnt ihr da auch verschiedene Winkel noch ausrechnen. Wir gehen mal vom waagerechten Wurf aus. Das soll an der Stelle genügen. Ja? Okay, dann viel Spaß bei euren Aufgaben. Wenn es Fragen gibt, gerne irgendwie an gcm. Wie ist das hier? Also, die Adresse lautet tv@gcm.schule. Wir haben, genau, Schule einfach. Ohne DE hinten dran. Sehr schön. Ja. Punkt Schule ist die Top-Level-Domain, die wir uns dann, da geleistet haben. Werden wir da morgen nochmal drüber reden können, wenn es da Fragen gibt oder die werden weitergeleitet. Ansonsten, ja, gerne auch per Mail an mich direkt und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dem weiteren Sendungsverlauf. Ja, heute bei unserer Pleiten-Pech- und Pannenshow. Ich probiere jetzt einfach mal Frau Knob nochmal darzustellen. Frau Knob hat uns ein Video geschickt, das so im religiösen Kontext unterwegs ist, also eine kleine Geschichte von Jesus erzählt. Vielleicht sogar mit Ton. Wir probieren das gleich aus. Ansonsten geht meine Rechner auch. Ansonsten geht Frau Alberts Rechner auch wieder und dann kriegen wir das alles irgendwie hin und her geschoben. Ja, genau. Macht nichts. Bei uns läuft heute alles schief, aber der Stream läuft immerhin. So, ich drücke jetzt auf den Play-Knopf und ihr habt hoffentlich einfach gute Unterhaltung. Hallo, ich grüße euch herzlich. Es gibt einen Sonntag, der trägt den Namen von einem Baum. Palmenbaumsonntag oder Palmsonntag. Und der ist gleich. Der ist nämlich immer genau eine Woche vor Ostern. Warum, wieso, weshalb? Das möchte ich euch heute vorspielen. Dazu stellt euch bitte vor, wir reisen in die Vergangenheit, 2000 Jahre zurück. Und wir treffen uns alle in der Stadt Jerusalem. Dort gibt es Palmen. Freundlicherweise wird Basilikum die Rolle der Palme übernehmen, denn sonst habe ich keine. In der Stadt Jerusalem wird ein großes Fest gefeiert. Die Stadt Jerusalem ist aber in der Hand der Römer. Die Römer sind mit ihren Soldaten eines Tages gekommen und sie haben die Leute, die hier lebten, besiegt.
Die Römer sind immer noch da. Sie sind hier die Bestimmer. Soldaten. Ja. Ja, ja, Chef. Ja. Hört gut zu. Es wird voll werden zum Fest in der Stadt. Aber wir Römer, wir zeigen unsere Macht und Stärke an jedem Platz. An jeder Ecke werden wir stehen mit unseren Waffen. Damit es alle sehen, damit gar nicht erst einer auf die Idee kommt, uns irgendwelchen Stress zu machen. Oh, wir sind ja sowieso stärker. Ja schon, aber ich möchte, dass es ruhig bleibt. Deshalb putzt eure Waffen, geht auf die Plätze. Auch nach dem Fest soll es so weitergehen wie vorher. Die Leute hier sollen für uns da sein und für uns arbeiten. Okay, Chef. Alles klar, alles klar. Wie immer, ich weiß Bescheid. Auch Jesus und seine Freunde machten sich auf den Weg. Sie wollten auch das schöne Fest in der großen Stadt feiern. Man konnte die Stadt schon sehen. Sie machten gerade eine Pause. Da sagte Jesus: Bitte, besorgt mir einen Esel. Er will einen Esel. Genau wie es in dem alten Buch steht. Jedes Baby kennt den Spruch. Es wird einmal einer kommen. Der wird auf dem Esel in die große Stadt reiten. Und das wird der Friedensfürst sein. Und jetzt macht er es genauso. Leute, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, er will jetzt allen zeigen, was er drauf hat. Ich weiß es schon lange. Ja, wir auch. Vielleicht ist jetzt der Tag. Vielleicht erleben wir etwas ganz Besonderes in Jerusalem. Kommt, holen wir ihn den Esel. Sie fanden einen Esel. Und es war auch gar nicht schwer aufzusteigen. Fröhlich machte sich Jesus mit seinen Freunden auf den Weg in die große Stadt. Dort wurden sie schon erkannt. Ist das nicht dieser Jesus? Ja, ja. Ich habe gehört, in seiner Nähe werden Kranke gesund, wird jedenfalls erzählt. Der kann tolle Geschichten erzählen, da kann man echt gut zuhören. Und ich habe gehört, dass der den Mächtigen oft die Meinung sagt, er traut sich was. Immer mehr Leute kamen. Wer ist denn das? Kind, das ist Jesus. Ach so, ja, stimmt. Die Kinder waren die Ersten. Die rannten zu den Palmen und sie rissen kleine Zweige von den Bäumen. Und dann kamen sie damit zurück und haben fröhlich die Zweige geschwenkt. Hosianna, Hosianna, haben sie gerufen. Das war ansteckend. Jetzt fingen auch die Erwachsenen an. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Immer mehr haben gerufen und immer mehr haben Palmenzweige geschwenkt. Jetzt fingen die Ersten auch an, ihre Kleider auf die Erde zu legen. Wie über einen roten Teppich konnte Jesus darüber hinwegreiten auf seinem Esel. Und seine Freunde folgten ihm. Was ist das für ein Lärm, Soldat? Ja, ich weiß auch nicht. Sie rufen Hosianna. Ja, das höre ich. Sie legen ihre Kleider auf die Erde. Sie schwenken die Zweige der Palmen. Hosianna, Hosianna. Eigentlich ruft man das nur einem König zu. Aber hier ist kein König. Es wird kein König erwartet. Ich verstehe das alles nicht. Okay. Sie sind fröhlich. Sie sind friedlich. Aber wir beobachten die Sache weiter. Auf die Plätze. Okay, Boss. Das war meine kleine Geschichte von Palmsonntag. Und ich danke meinen Schauspielern, dem Gemüse aus dem Supermarkt. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Tschüssi, macht's gut. Da sind wir wieder.
man hört uns mit Hall und gleich sieht man uns. Falscher Computer. Mann, das ist... Wir brauchen, also wenn wir das irgendwann mal richtig wieder machen, wo wir nicht so unter Personalmangel leiden, weil irgendwie alle auf maximale Distanz zueinander gegangen sind, dann brauchen wir so ein richtiges Regie-Team, sodass diese ganzen Übergänge irgendwie gut funktionieren. Ihr seid herzlich eingeladen. Also wer Bock hat, das Campus TV weiterzuführen, also Herr Bartel ist auf jeden Fall Fan und will uns unterstützen und wünscht sich, dass wir das weitermachen, liegt also im Prinzip im Wesentlichen an den Schülerinnen und Schülern dieser Schule, ob wir das weiterführen können und in welchem Format. Und das werden wir nach der Corona-Zeit dann mal irgendwie besprechen. Kleiner Werbeteaser für die Zukunft. Wie geht's bei uns weiter? Wollen wir jetzt das andere Video noch zeigen oder wollen wir das auf nächste Woche schieben, auf morgen schieben und einfach unser Programm durchziehen? Wir haben so viel Zeit verloren. 7 Minuten? Können wir uns 7 Minuten leisten? Okay, gut, dann machen wir das. Okay, ich würde meinen ungern morgen machen. Aber ich kann das Chill mit Müll kann ich auch schieben. Das funktioniert morgen auch noch. Oh Mann, ich war schon so gespannt. Okay. Es geht auch ohne Erde. Das kann ich dann morgen machen. Wir sind doch auf der Erde. Ja. Bist du startklar? Wirklich? Ich sehe da noch einen Desktop. Okay, wir schalten um. Aufgrund dieser extremen Situation haben wir uns überlegt, dass es total interessant wäre, von euch mal zu hören, was ihr so erlebt. Wie sieht euer Tag aus? Was macht ihr den ganzen Tag? Was habt ihr für negative Gefühle, für negative Erfahrungen schon mit der Pandemie gemacht? Was hat euch besonders bewegt oder was fandet ihr besonders schön vielleicht auch zu hören? Und was sind allgemein eure Eindrücke? Ihr könnt alles zum Thema Coronavirus-Pandemie in dem Film verpacken. Dazu müsst ihr eine kleine Geschichte entwerfen, die dann anschließend verfilmt wird. Aber Näheres zu dem Ablauf und wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich im Folgenden. Zuerst möchte ich euch sagen, dass wir uns ganz doll freuen über eure kreativen Ideen und wir es gar nicht erwarten können zu hören, was ihr so den ganzen Tag macht. Ich bin übrigens Frau Kosika, ich arbeite im FG1 und ihr braucht heute ein Lineal, dann Buntstifte, ein internetfähiges Smartphone, eine Schere und am besten so einen hohen Weinkarton hier. Sofern ihr jetzt keinen zu Hause habt und eure Eltern keinen haben, fragt ihr einfach mal im Supermarkt, ob ihr da einen mitnehmen könnt. Wir brauchen auf jeden Fall diese Höhe und müssen den zurechtschneiden, damit wir uns ein provisorisches Stativ basteln. So, ihr schneidet also den Karton so auf, dass die ganzen Seiten des Kartons entfernt sind und dass nur noch das Kartongerüst existiert. Dann entfernt ihr den Deckel und in den Boden schneidet ihr ein Loch. Anschließend nehmt ihr euer Smartphone, öffnet da die Kamera, die Videooption und legt die Kamera direkt über dieses Loch, damit ihr von oben aus der Vogelperspektive eure Objekte filmen könnt. Hier seht ihr nochmal, was ihr alles braucht, um diesen Film zu entwerfen. Und wir starten dann jetzt erstmal mit Grundlegendem. Es gibt einmal die technischen Aspekte, die wir berücksichtigen müssen und dann natürlich die inhaltliche Struktur. Wir gehen zuerst auf die technischen Aspekte ein. Hier gibt es nämlich zwei Optionen, wie man das Ganze festhalten kann. Option 1 wäre, dass man alles an einem Stück filmt. Hier wird die Datei, Filmdatei aber ganz schnell ganz groß und es lässt sich ein bisschen schlecht bearbeiten später. Deshalb ist die Option 2 für euch die bessere. Ihr filmt einzelne Sequenzen und könnt diese dann mit Hilfe von iMovie oder Movie Maker, also verschiedenen Apps, später bearbeiten und vertonen. Nun gehen wir auf die inhaltliche Struktur ein. Hier ist es wichtig, dass ihr strukturiert arbeitet und euch vorab ein paar Notizen macht. Sobald ihr dann ein Thema gefunden habt, solltet ihr das konkretisieren. Das heißt, ihr überlegt euch, wie die Filmhandlung abläuft und hierfür ist die Beantwortung der W-Fragen ziemlich hilfreich. W-Fragen sind Fragen in Form eines Fragesatzes und dieser Fragesatz beginnt meistens mit einem Interrogativpronomen, das heißt einem fragenden Fürwort, das kennt ihr bestimmt schon. Fragende Fürwörter sind wer, wie, was, warum, wo, wann, wozu.
Und Beispielfragen wären, wer tut etwas, was geschieht, wann ereignet es sich, wo passiert es und warum kommt es dazu? Diese Fragen könnt ihr gut verwenden, um erstmal eure Handlungen zu strukturieren und aufzubauen. Sofern ihr mit der Handlung fertig seid, könnt ihr ein kurzes Drehbuch schreiben. Hier notiert ihr einfach euren Namen, den Titel des Filmes, das Thema des Filmes und eine kurze Beschreibung der Handlung. Und dieses Drehbuch könnt ihr dann auch einreichen, wenn ihr uns den Film zusendet. Als zweites braucht ihr einen Sprechertext. Ihr müsst also die Handlung des Filmes als kurze Geschichte aufschreiben und diese dann lesen üben. Es ist wichtig, dass ihr daran denkt, dass ihr eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss habt, also so die typischen Aufbaukriterien einer Geschichte. Und wenn ihr die Zeit stoppt, ist das wichtig, damit ihr später wisst, wie lange ihr ungefähr die Videoausschnitte filmen müsst. Nun erstellt ihr ein Storyboard, also eine Vorlage, nach der ihr die einzelnen Szenen später vor der Kamera legt. Hier skizziert ihr einfach jede einzelne Szene, wie hier zu sehen das kleine Männchen, und schreibt daneben den passenden Textabschnitt. Nun kommen wir schon zum letzten Schritt, und zwar zum Anfertigen der Objekte. Hierbei achtet ihr auf Schlüsselbegriffe im Text und versucht, diese als Objekte darzustellen. Ihr könnt die Objekte zeichnen oder aber mithilfe des Internet Explorers und einer Suchmaschine auch gerne aus dem Internet ausdrucken und dann irgendwie beliebig ausmalen und farbig gestalten. Ausschneiden natürlich ganz wichtig, um sie dann vor der Kamera zu platzieren. Dann könnt ihr jetzt mit der Filmproduktion. Es war einmal eine große Stadt, in der Millionen von Menschen lebten. Das ist Tom. Tom ist hier geboren und liebt die Musik. Er singt, produziert Songs und performt gern vor vielen Menschen. Eines Tages kam jedoch ein gefährliches Virus in die Metropole. Viele Menschen erkrankten und starben. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, lebte die Bevölkerung ab sofort in Isolation. Kulturveranstaltungen, Restaurants, Malls, Fitnesscenter und auch Konzerte wurden verboten. Stay home, bleib zu Hause, lautete die Strategie, damit sich nicht noch mehr Menschen infizierten. Diese Situation machte viele sehr traurig und einsam. Auch Tom fühlte sich schrecklich. Er überlegte, wie er den Menschen eine Freude bereiten konnte. Da kam ihm eine geniale Idee. Er setzte sich auf seinen Balkon und spielte all die Songs, zu denen die Leute sonst tanzten. Die Musik verbreitete sich ganz schnell im Viertel und einige Künstler machten sogar mit. Die Leute öffneten die Fenster, traten auf ihre Balkone und feierten. Nach einiger Zeit war alles überstanden und viele Menschen wurden wieder gesund. Die Stadt erblühte im neuen Glanz. Nun erkläre ich euch noch kurz, wie die App iMovie funktioniert. Dafür geht ihr erstmal in den App Store und ladet euch die App iMovie herunter. Dann öffnet ihr die App und geht auf dieses Pluszeichen, damit könnt ihr nämlich Videos oder Fotos hinzufügen. Anschließend wählt ihr die Option Film aus, um den Film zu produzieren. Die App greift dann auf eure Fotos zu und mit dem blauen Haken könnt ihr Videos oder Fotos auswählen, die ihr verwenden möchtet. Es kann durchaus sein, dass das Video noch nicht richtig gedreht ist. Mithilfe der Finger und einer Drehung könnt ihr das Video neu positionieren und richtig ausrichten. Mithilfe des Pluszeichens könnt ihr dann ein neues Video hinzufügen. Ihr gelangt dann einfach wieder in den Ordner Alben, könnt Fotos oder Videos wieder mithilfe des blauen Häkchens auswählen und weiter bearbeiten. Ja, die neu ausgewählte Datei wird dann direkt an das erste Video angehangen. Um euer Video neu zu vertonen, geht ihr einfach auf das Pluszeichen im Menü auf Voice Over und könnt neue Aufnahmen unter die Videos spielen. Sofern euch das mit der Tonaufnahme aber zu schwer ist, könnt ihr das auch gerne weglassen. Wir wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß und freuen uns auf eure Videos. Wie man
doch, Manno. Alles, was ich gesagt habe, kann und wird gegen mich verwendet werden. Ihr habt nicht vielleicht indirekt über das Mikrofon Frau Alberts gehört. Ich erzähle jetzt nicht alles nochmal. Also heute ist irgendwie der Wumm drin. Irgendjemand verarscht uns hier. Nur weil 1. April ist. Unglaublich. Herr Selms winkt von hinter der Kamera. Tschüss, Frau Manno. Herr Selms, kommen Sie gut nach Hause. Mit Helm und Mütze kann man auch nicht so genau erkennen, was für ein Geschlecht. Mal, ich setz mir für die Sendung jetzt auch nochmal einen Helm auf, einfach um irgendwie, Was machen wir denn jetzt? Mache ich jetzt einfach meine Freizeitbeschäftigung? Ja, chillen also ich Müll. Bin so gespannt, schon den ganzen Vormittag, weil du mir ja auch nicht genau gesagt hast, oder ich habe es nicht verstanden. Ich habe ein Rätsel draus gemacht, ne? Mhm. Ja, also okay, ich mache das jetzt einfach, die Zeit ist eh bald rum und dann mache ich noch meinen Programmierteil und dann schmeißen wir Corona-Gitarrenkurs für Fortgeschrittene, schmeißen wir wieder aus dem Programm, dafür ist einfach nicht Zeit. Und du wolltest deine Fachsendung verschieben? Ja, also wir machen meinen Fachteil dann morgen, weil heute ist so viel passiert. Also ja. Ich bin gespannt, wie mein Programmierteil wird, aber ich habe euch was versprochen und ich schaffe es sonst auch nicht in den nächsten Tagen, dass wir irgendwie ein vernünftiges Ergebnis haben, deswegen brauche ich jede Sekunde. Gut, na dann, zeige ich euch mal mein Chill mit Müll. Also wir haben ja diese Eier. Vielleicht kannst du mir nochmal diese Eier besorgen, wo die Pflanzen drin sind. Das wäre super hilfreich. Ja. Danke. Und ich habe gestern mit meinen Söhnen Burger gegessen zum Mittagessen. Also nachdem wir hier die Sendung gemacht haben, bin ich nach Hause gefahren und habe Burger gemacht für meine Jungs. Und vegetarische Burger logischerweise, weil man kann ja keinen, Leichenteile essen und so, ist immer ein bisschen kritisch. Und dann fiel mir aber nochmal auf, wie krass geil hochwertig eigentlich dieses Plastikzeugs ist, mit dem man dort arbeitet. Sind wir noch gemutet oder sind wir zu hören? Eigentlich sind wir zu hören. Okay. Wieso? Hört mich jemand ja, nicht? Ja, nee, das war wahrscheinlich früher. Ja, okay. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ach so, super hochwertige Plaste, lebensmittelecht, chemisch stabil, über 100.000 Jahre in den Weltmeeren, nicht zu verdauen, ja, geil. Und wir packen das aus und schmeißen das weg und ich habe gesagt, nö, ich möchte das nicht gleich wegschmeißen, sondern mir fiel sofort auf, dass das hier ein super Untersetzer ist. Also das sind so Schälchen, zwei Schälchen, da passt später mal ein richtiger Blumentopf rein, dann kann man das da Wasser draufschütten. So, also wenn das jetzt hier ein Blumentopf wäre, passt der hier super rauf. Und wir können gießen und das läuft, das ganze Wasser, was aus dem Blumentopf wieder rausläuft, läuft nicht auf die Fensterbank oder wo auch immer wir das gerade hingestellt haben. Dachte ich, erste geile Nummer. Und dann fiel mir aber auf, wir haben ja noch diese Deckel. Und aus denen, oh, ich kriege jetzt noch eine Dokumentenkamera zum Basteln. Service. Und aus denen mache ich jetzt einfach auch was, wo wir anschließend nachher das bisschen Erde reinmachen können, wo dann ein bisschen mehr Erde ist. Und wir nutzen sozusagen auch den Deckel von unserer Plastikschale nochmal für weitere Dinge. Ich brauche jetzt noch Strom. Ja, das habe ich schon gemacht. Das hast du schon reingesteckt? Ja. Cool. Das heißt, das Ding müsste jetzt an sein. Ja. Ist es auch. Dann schalte ich gleich mal um auf die Dokumentenkamera und erzähle weiter. So, Werbung mache ich aus. Ja, das Einzige, was ich vielleicht nochmal, worauf ich ein bisschen stolz bin, ist, dass wir also tatsächlich Fans auch von veganen Burgern sind. Gibt einen super coolen Laden. Natürlich muss es dann nach Rindfleisch schmecken, ist ja klar. Ist natürlich ein Witz, muss es nicht. So, und was wir jetzt also machen können, ist, wir machen daraus einen Zylinder. Und wenn wir diesen Zylinder jetzt einfach nur mit so einem Gummi versehen würden, das wäre ein bisschen schade, dann wird der nicht wirklich stabil sein, sondern dann können wir den also nicht füllen. Ihr seht schon, das hat keine Form. Jetzt gibt es aber einen Trick, mit dem wir das ganze Ding durchaus in Form bringen. Und zwar machen wir das, was man mit Socken machen kann, damit die irgendwie zusammenhalten. Wir krempeln die einmal um. Oder wie bei Hosenbeinen. Und durch diesen Kniff, durch diese Faltung, erzeugen wir eine Stabilität, die am Ende dazu führt, dass wir also einen Zylinder haben, der nachher ganz viel Erde fassen kann. Und wo wir nachher unsere Pflänzchen sogar drin vorziehen können, entweder. Oder aber wir unseren Pflanzen so umgekrempelt.
Jetzt können wir hier noch ein bisschen an der Größe modifizieren. Oder einfach unseren Pflanzen ein bisschen mehr Raum geben als in den Eierschalen. Also ihr seht jetzt hier bestimmt, ich ziehe das jetzt hier so ein bisschen raus und bekomme auf die Art und Weise also einen größeren Zylinder, einen größeren Hohlzylinder. Und hier passt jetzt richtig Erde rein. Theoretisch. Wir haben blöderweise die Erde vergessen. Und wenn wir dann also unser Ei nehmen, also das kann man ein bisschen optimieren noch. Wenn wir jetzt also unsere einzelnen Tomatenpflanzen nehmen, können wir die hier einpflanzen. Und das Ganze steht auch halbwegs vernünftig. Gerade wenn Erde drin ist, wird das nochmal stabiler. Und dann können wir es hier oben also gießen. Und unten kann das Wasser rausfließen. Und wir haben aus dem, was bis eben noch Müll war, etwas gemacht, wofür man im Baumarkt mitunter Geld bezahlen müsste. Oder was extra produziert werden müsste. Von der Idee her ist es also so, dass wir das einfach nutzen können, um ganz normal, also um unsere Pflanzen vorzuziehen. Und ganz zum Schluss, wenn wir also hier irgendwie ganz viel Erde drin haben und die Pflanze, dann ziehen wir einfach nach unten den Gummi ab, nehmen die Plaste, die wir jetzt dann wirklich nicht mehr brauchen, da hat jetzt irgendwie also noch was drin gelebt, vielleicht ein oder zwei Wochen, dann kann das Müll sein oder wir benutzen es einfach nochmal. Das ist so schön umweltstabil, das hält ewig und drei Tage. Das ist mein kleiner grüner Campus Malchow-Hack. Macht flott den Schrott, beziehungsweise chill mit Müll. Das hat sich gereimt, das hat jetzt überhaupt nichts mit Chillen zu tun. Wo reimt sich denn chill mit Müll? Das haben meine Söhne auch gesagt. Ich finde, chill und Müll reimt sich. Ha, Umfrage über den Live-Chat. Wer meiner Meinung ist, der soll das mal sagen. Und wer glaubt, dass chill und Müll sich nicht reimt, ich finde, das hört sich, hört man doch. Chill mal und mach keinen Müll. Ja, also ich glaube, die einzige Gemeinsamkeit ist das Doppel-L. Ey, das sind Phoneme. Naja, ja, genau. Richtig, sind ähnliche Phoneme. Und wenn man ähnliche Phoneme hat, dann hat man auch Reim. Chill mit Müll. Chill mit Müll, hört man doch. Ja, so, mache ich gleich mein Fachteil. Was sagst du, Franzi? Ja, mach mal bitte. Okay, mach mal bitte. Levin sagt, es reimt sich. Levin, du bist mein Mann. Ganz eindeutig. So. Ihr seht hier unseren Sendeplan. Ich mache jetzt also diese weiterführenden Grundlagen und wir machen heute zwei Dinge. Wir werden jetzt einmal den Code nochmal nehmen. Ich zeige euch, wo ihr den herbekommt. Leo ist mein Mann, der sagt auch, reimt sich nicht. Nochmal kurzer Kommentar. Ach so, na dann lassen wir jetzt Leo gegen Levin einfach antreten. ich finde, die können das ausringen. Ja. Aber ich darf vorher mit Levin ein bisschen üben, ja? Okay, zurück zum Thema. Also, Formulare werden wir jetzt, also dieses Formular, was wir vorher so hingeschrieben haben, werden wir gleich dynamisch erstellen. Und dabei werden wir noch eine Datenstruktur kennenlernen, die heißt mehrdimensionales Array. Wie gehen wir dazu vor? Na, wir brauchen unser REPL.it. Das kennt ihr alle schon. Starten wir also ein neues PHP-REPL. Unseren Webserver, mit dem wir gerade entwickeln. Und während der startet, gehen wir auf gcm.schule/tv und besorgen uns das Skript, was ich schon vorbereitet habe. Gibt ja noch nichts Neues. Das hier ist der Quellcode, den nehmen wir so wie er ist. Und kopieren den hier rein und können dann damit arbeiten. Das Einzige, was wir uns gerade zerschossen haben, sind so die Üs und Äs, aber das soll jetzt mal nicht so schlimm sein. Was mir auffällt, wenn ich den Code angucke, ist, dass wir diesen Teil hier ständig wiederholen. Und wenn wir in der Informatik etwas ständig wiederholen, dann gibt es genau dafür eine Erleichterung, die haben wir uns erfunden. Also nicht wir, also nicht ich, aber die Informatiker oder die Leute, die Ahnung von Algorithmen haben. Und wenn man was ständig wiederholt, dann nennt man das typischerweise Schleife. Das heißt, unsere erste Idee ist, wie können wir diesen Code vereinfachen, sodass wir noch verstehen, was passiert. Wir benutzen jetzt also nochmal eine Schleife, um also genau diese Unmengen an immer gleichen Code zu verwenden. Und dann ist mir auch das ist immer noch nicht so übersichtlich für mich. Was wir außerdem gleich machen werden, ist, wir werden Funktionen einführen. Funktionen sind sowas Ähnliches wie, also in der Programmierung benutzt man Funktionen, um die Komplexität aus einem Ablauf herauszunehmen und irgendwo anders hinzuschieben. Wir können Teile unseres Codes in eine Funktion auslagern
Und dann müssen wir gar nicht mehr wissen, wie die Funktion im Detail aufgebaut ist, wie sie im Detail das Problem löst, sondern uns reicht, dass die Funktion das macht, was sie verspricht. Wir haben schon die ganze Zeit Funktionen benutzt. Ich zeige euch mal eine Funktion, die die ganze Zeit immer in Verwendung war. Das ist zum Beispiel der Printbefehl. Da ist er. Hier. Einmal markiert. Ist nichts anderes als eine Funktion, weil wir haben hier quasi den Namen der Funktion, der heißt Print. Der macht also auf irgendwelche zauberhafte Art und Weise, gibt der Dinge irgendwie am Ende wieder aus. Und dem übergeben wir etwas, was wir in diese Klammern hineinschreiben und damit rufen wir die Funktion Print auf. Und so wie diese Print-Funktionen funktionieren auch Funktionen, die wir selber definieren. Ich glaube, der Ton ist weg. Kann das sein? Nein. Eigentlich ist der Ton nicht weg. Dein Ton ist da und mein Ton ist da. Okay. Ich frage nochmal. Ja. Macht nichts, fragt nochmal, die werden mich verstehen. Ich erzähle einfach weiter, ansonsten haben wir eine Aufzeichnung, dann müsst ihr euch das einfach in der Aufzeichnung Du hast anschauen. Jetzt gerade von Funktionen gesprochen. Ja. Unter anderem von der Print-Funktion, aber es gibt doch auch andere Arten von Funktionen, die nicht, also diese hier ist ja bekannt, was die macht. Genau, ich will jetzt eine eigene Funktion definieren. Ja, okay. Sozusagen das Nutzen, was in so Programmiersprachen angelegt ist. Und das Ziel ist also, die Komplexität irgendwie des Codes ein bisschen einfacher zu machen, dass wir besser verstehen, was da passiert oder auch sagen, ey, mit dem Teil des Codes will ich gar nichts zu tun haben, das packe ich in eine Funktion, die funktioniert dann und ich muss das nur noch benutzen. Und zwar baue ich mir jetzt eine Funktion, die nenne ich einfach Function. Und die nenne ich jetzt tatsächlich einfach Feld oder Formularfeld. Und das Einzige, was ich dem Formularfeld übergebe, ist zum Beispiel den Namen. Und dafür muss ich eine Variable angeben, die ich nachher intern weiter verwende. So. Da nehme ich mir dann mein Teil an HTML, den ich nachher hier benutzen möchte. Den habe ich jetzt hier einfach ganz fies rauskopiert und füge den hier ein und weiß, okay, alles klar, das hier kann ich aber nicht einfach nur hinschreiben, sondern das muss ich natürlich printen und kann jetzt also, wenn ich das, was ich jetzt als HTML habe, hier in einen String umwandle, dafür habe ich diese Anführungszeichen benutzt, kann ich den Printbefehl übergeben und ich kann jetzt sozusagen immer ein Formularfeld übernehmen, der einen speziellen Namen hat, zum Beispiel Schlammröhrenwurm. Das heißt, ich muss jetzt diese Variable hier auch in diesem String unterbringen. Das mache ich also, indem ich das, was dort immer drin steht, rauslösche, mit den Anführungsstrichen arbeite, mit dem Punkt arbeite, der uns die Strings zusammenklebt und übergebe jetzt hier also Name. Was jetzt passiert ist, wenn ich nachher das Formularfeld aufrufe und hier den Namen eintrage, dann wird anschließend das, was in dieser Variable steht, hier weiterverwendet. Um das zu sehen, lösche ich jetzt alle Formularfelder, die wir haben. Keine Sorge, ich habe ja eine Sicherheitskopie. Alle Formularfelder, die ich habe und benutze jetzt hier im Formular einfach nur mein PHP-Script. So. Und rufe einfach mal die Funktion auf, wie hieß die, Formularfeld? Formularfeld, da hilft mir schon irgendwie die Programmierumgebung. Formularfeld und die kriegt jetzt den Namen. Wer war mein Mann? Levin war mein Mann. Warum auch immer. Also damit meine ich jetzt, dass er auf meiner Seite stand. Ja. Und wenn ich das jetzt aufrufe, dann müsste hier ein Formular entstehen, das heißt Levin. Ja, ich habe mir dieses ganze Programmierteil-Kram irgendwie gespart und diese ganze Komplexität steckt jetzt sozusagen, also wie soll ein Formularfeld aussehen, steckt jetzt hier drin. Wer war dein Mann? Wer war auf deiner Seite? Leon. Leon, ne? Leon. Leon. Zack. Ach, falsche Taste gedrückt. Zack, habe ich wieder ein neues Formularfeld. Super cool. Auf die Art und Weise kann ich jetzt also Formularfelder erstellen. Was mir daran allerdings noch nicht passt, ist, diese Formularfelder, wenn wir uns jetzt hier den Quelltext angucken würden, die haben alle auch
dieselbe ID und denselben Namen und dieselbe Beschriftung für dieses Formularfeld. Das heißt, es reicht noch nicht, dass wir denen den Namen übergeben. Oder aber wir benutzen jetzt einfach, voll schlau, auch hier die Variable Name, um Doppelstriche, noch ein Strich, Punkt, Punkt, um also HTML-Code zu erzeugen, wo wir unsere Formularfelder also auch wirklich nach den Namen benennen. Das wird jetzt später alles total dynamisch erstellt werden, weil dieser Name, den schreibe ich gleich nochmal hier in unsere Gütefaktoren oder in unser Wissen über unser Formular. Wenn ich jetzt diese Seite neu starte, dann habe ich jetzt erstmal einen Fehler irgendwo eingebaut. Na toll. Und zwar in Zeile 69 hier unten irgendwo. Dollarname, Dollarname, Dollarname. Dum, 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 dum. So, wer den Fehler sieht, der kriegt ein Eis. Was steht denn hier? Syntax-Error, unexpected Punkt. Ja. Ach so, hier, der Punkt steht an der falschen Stelle. Zack. Jetzt ist der Punkt an der richtigen Stelle. Nochmal. Man spart mal da so viele Zeichen, dann verliert man gleich einen Überblick. Das ist auch echt Übungssache. Ich bin es halt einfach gewöhnt, solche Fehler zu finden. Wie ist PHP eigentlich? Also sind die Fehlermeldungen konkret? Die sind meistens so konkret, aber die sind halt in Englisch. Nicht nur sind die einfach in Englisch, sondern die sind auch manchmal irreführend. Also PHP sagt halt, oh, da fängt eine Funktion an, wo ich gar keine Funktion erwarte. Ja, und es geht in Wirklichkeit darum, dass ich irgendwo ein Semikolon vergessen habe. Ja. Also der sagt nicht, da fehlt ein Semikolon, sondern da passiert etwas, das gehört da nicht hin. Aber das da sagt die PHP schon. Da sind die Sprachen auch, glaube ich, alle ein bisschen unterschiedlich. Ne? Ja. Also manchmal kriegt man gute Fehlermeldungen, manchmal nicht. Ja. Aber wenn man nicht weiß, was gemeint ist, dann kann man die meisten Sachen auch einfach kopieren und googeln. Ah ja. Und ganz viele Leute hatten nämlich meistens schon das gleiche Problem und haben das in irgendwelchen Chatforen diskutiert, was so die Fehlermeldung bedeuten könnte, und dann bekommt man da Tipps. Das ist manchmal ganz hilfreich. Da hilft dann aber auch wirklich wieder, wenn man gut Englisch kann, weil die meisten Diskussionen werden dann in Englisch geführt. Ja, doch, das stimmt. Aber es gibt auch, also gerade zu PHP gibt es auch große deutschsprachige Foren, in denen man sich helfen lassen kann. Das wird einfach schon Webentwicklern schon viele, viele, also über 10 Jahre benutzt man PHP. Ja. Und gerade die Anfängerfehler, die haben sich nicht verändert in den letzten 10 Jahren. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass natürlich die meisten Menschen auf der Welt, auch die irgendwelche speziellen Sprachen haben, oder wie Englisch ist einfach die Weltsprache, und es gibt natürlich viel, viel mehr Beiträge auf Englisch als auf Deutsch jetzt zum Beispiel. Aber es gibt ja auch immer noch Google-Übersetzer, auch wenn der nicht so gut funktioniert. Aber es gibt vor allem Englischunterricht in der Schule ab der 3. Klasse. Und falls ihr euch immer gefragt habt, wofür braucht ihr das, genau dafür braucht ihr das. Machen wir weiter im Programm. Ich wollte euch gerade noch was zeigen, und zwar im Code. Was ihr jetzt ja nicht seht, ist, wie sich unser Get verändert. Also der kann jetzt hier tatsächlich schon wieder was rechnen, glaube ich. Schauen wir mal. Genau, der rechnet zumindest auf die 0. Wir geben jetzt mal unser Get nochmal aus. Unsere ganze Get-Funktion, um zu sehen, dass sich unsere Get-Variable, unser Array, um einfach zu sehen, wie sich auch das Formular insgesamt verhält. Jetzt passiert hier noch gar nichts, aber wenn ich das abschicke, dann gibt es ja also tatsächlich nicht nur ein Feld, das Levin heißt, sondern dieses ganze Formularfeld heißt Levin und Leon. Und die haben jeweils die Werte, die hier drin stehen. Wie können wir jetzt dafür sorgen, dass wir am Ende unsere Formulare hier zurückbekommen? Na, eine Möglichkeit ist, indem wir jetzt also in diesem Array nicht nur unsere Formularfelder mit F1 bis F20 benennen, sondern wenn wir jetzt anfangen, dort also vernünftige Werte anzugeben. An der Stelle, willst du was sagen? Ja, noch eine Frage aus dem Live-Chat. Kann man die Fehlermeldungen auch auf Deutsch einstellen? Nein. Also das geht leider nicht. Genauso wenig, wie ihr diese ganzen Funktionen nicht auf Deutsch einstellen könnt. Ja. Zum Beispiel. Also, da müssen wir uns leider alle dran gewöhnen, aber man kommt rein.
Und irgendwann, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann findet man das auch ganz gut und dann kennt man das nicht anders. Was ich jetzt hier gerade mache, während wir das besprochen haben, ist, ich bereite so einen kleinen Fleißteil vor. Ich benenne jetzt nämlich hier unsere Arrays um. Ich mache das jetzt mal der Einfachheit halber wieder nur für Köcherfliegenlarve, hieß das Ding, für drei Formularfelder. Und jetzt kommt das, wo es wirklich mächtig wird. In diesem Array gibt es ja nicht nur die Gütefaktoren, sondern außerdem auch die Zuordnung zwischen dem Schlüssel und den Gütefaktoren. Was wir jetzt also machen können, ist, wir können, wenn wir die Formularfelder zeichnen, auf diese Gütefaktoren einfach zugreifen. Wir müssen es nur an einer anderen Stelle machen. Das heißt, diese Berechnung, die schieben wir jetzt mal an den Anfang. Und zwar, bevor wir das Formular ausgeben, berechnen wir was und geben jetzt also auch die Ergebnisse nachher oben im HTML aus. Der Grund ist einfach, dass ich dieses coole Array, was wir hier benutzen, gerne später benutzen möchte. Und dafür muss ich es zuerst mit Werten belegen und kann es danach hier unten dann auch verwenden. Nämlich werde ich jetzt einfach mir die Schlüssel geben, also die einzelnen Tierchen. Wie heißen die? Zeigertierchen? Nee, da gab's Indikatororganismen. Also Zeigertierchen, das nennt man... Nein. Also ich bin ja für einfache Namen, aber nein. Indikatortierchen klingt aber auch gut. Indikatororganismus klingt einfach cool. Indikatororganismus. Kann mir keiner was erzählen. So, unsere Indikatororganismen stehen ja in dem Array Gütefaktoren drin, und zwar als Keys. Und hier haben wir das schon einmal benutzt. Wir konnten schon mal uns die Schlüssel von unserer Get-Variable übernehmen. Jetzt holen wir uns die Schlüssel aus der der Gütefaktoren zurück. Das heißt, wir sagen, unsere Indikatororganismen entstehen, wenn ich mir die Schlüssel hole aus der aus den Array Gütefaktoren. Und jetzt kann ich also genauso über diese Menge an Indikatororganismen drüber herumschleifen, drüber iterieren, sagt man, indem ich wieder die For-Each-Schleife benutze. For-Each Indikatororganismen es. Ich schreibe jetzt hier Tierchen, weil das so niedlich ist. Das sind also die Einzeltierchen. Ja, Mann, roll nicht mit den Augen. Ihr solltet Frau Albert sehen. Wir können uns doch Humor leisten. Also, jedes Tierchen bekommt jetzt sein eigenes Formularfeld, indem ich also das Formularfeld, jetzt habe ich das rausgelöscht. Wo haben wir das Formularfeld erstellt? Wo ist die Funktion? Formularfeld. Habe ich die gelöscht? Da, Formularfeldname. Das kann ich jetzt aufrufen. Formularfeld Name. Semikolon nicht vergessen. Was mache ich jetzt? Also nochmal, ich erzähle es nochmal. In Gütefaktoren steckt in den Schlüsseln von unserem Array stecken die Bezeichnung von unseren Indikatororganismen. Und der Wert ist jeweils der Gütefaktor. Mit dem ArrayKeys-Befehl, mit der Funktion, die in PHP schon eingebaut ist, holen wir uns also nur die Schlüssel von den Indikatororganismen und bauen für jedes Indikatororganismen mit Hilfe dieser Schleife das Formularfeld. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Irgendwie funktioniert es nicht. Woran liegt das? Ach so, haha. Wir übergeben hier jetzt eine Variable, die heißt Name. Wir wollen natürlich in Wirklichkeit hier die Variable Tierchen übergeben. Nochmal. Tada! Zauberei, Zauberei, Zauberei. Also, wir haben jetzt eine Steinfliege, eine Eintagsfliege, eine Köcherfliegenlarve. Und wir können jetzt hier, ich habe das jetzt alles rausgelöscht, das war natürlich ein bisschen doof. Die gute Nachricht ist, hier unten gibt es die ja nochmal. Wir können also hier uns die Gütefaktoren wieder rausziehen. Wir können ja mal nochmal drei machen, um zu zeigen, dass es jetzt wirklich einfach ist. Wir stecken jetzt alle Intelligenz in diese Datenstruktur und sagen, ey Leute, gar nicht nötig, irgendwie so viel per Hand zu tippen. Das macht doch alles bitteschön der Computer für uns. Das nächste ist also eine Köcherfliegenlarve mit Pflanzenteilen. Und zack. Ach, das war hier. Köcherfliegenlarve. Mit Pflanzenteilen. Hat halt einen anderen Gütefaktor als eine Köcherfliegenlarve. Mit, was war das andere?
Da hast du es im Kopf. Ohne Köcher. Och. Und mit Steinchen gibt es auch noch. Ah, ich habe die Pflanzenteile, die Steinchen kommen ja davor. Verschiedene Arten sind das dann. Das hier ist mit Pflanzenteilen. Zack. Das ist diese Fleißarbeit, die dann aber ziemlich mit Steinchen. Mit Steinchen. Und es gibt die Köcherfliegenlarve ohne alles. Sozusagen die Köcherfliegenlarve pur. So, wenn ich das neu lade, habe ich jetzt also ganz viele einzelne Formularelemente. Und dann fällt mir natürlich auch sofort auf, ey, das ist so unübersichtlich. Wer kann denn damit arbeiten? Naja, das ist jetzt was für euch. Ihr könnt euch ja mal gerne anschauen, wie auf selfhtml.org Tabellen gebaut werden. Ich weiß das zum Glück schon und werde das jetzt einfach machen. Aber ihr findet natürlich, wenn ihr euch das HTML-Grundgerüst und so weiter anguckt, findet ihr auch ein riesen Kapitel über Tabellen. Gibt verschiedene Arten, Tabellen zu bauen, gibt Dinge, die man falsch machen kann. Grundsätzlich gilt, bitte, 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 wir leben im 21. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert werden Tabellen nicht für das Layouten von Webseiten benutzt. Das ist das Einzige, worauf ihr achtet. Ansonsten sind Tabellen natürlich sehr nützlich. Und wir werden jetzt genau das machen. Wir werden uns jetzt hier also eine Tabelle erstellen, indem wir einen Table Tag anlegen. Und die Tabelle endet selbstverständlich, wenn wir einmal irgendwie jede einzelne Spalte unserer Tabelle ausgegeben haben. Und dann erzeugen wir also unser Formularfeld, indem wir einzelne Zeilen unserer Tabelle erstellen. Das heißt, hier vorkommt ein TR-Tag und das Label kommt selbstverständlich irgendwie in eine Spalte. Ich erläutere jetzt nicht, wie Tabellen funktionieren. Das müsst ihr euch mal an anderer Stelle angucken. Das kann man sicher auch schöner formatieren. Entscheidend ist aber, dass uns Tabellen erlauben, irgendwie halbwegs strukturiert und übersichtlich diese Daten, Grafiken anzuzeigen. Nanu, nanu, nanu. Irgendwas läuft hier nicht ganz rund. Ach doch, hier. Und schon sieht unser Formular irgendwie ein bisschen übersichtlicher aus. Ein Traum. Ein Traum. Joa. Ich habe es geschafft, etwas zu umgehen, nämlich das mehrdimensionale Array. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil das ist ein bisschen Brain-Foo. Manche würden an der Stelle jetzt sagen, das ist nicht Brain-Foo, sondern Brain-Pff. Ihr wisst, was ich jetzt nicht aussprechen möchte. Mehrdimensionale Arrays sind anspruchsvoll. Da kann man jetzt nämlich in einem Array mehrere Arrays speichern und daraus wird dann also, ja, was Zweidimensionales oder sogar was Dreidimensionales. Und man kann natürlich in einem mehrdimensionalen Array mehrdimensionale Arrays speichern. Das ist manchmal so komplex, dass einem dabei der Kopf schwirrt. Deswegen finde ich es nicht schlimm, das wegzulassen, sondern zu sagen, hey, wir sind jetzt in der Lage, den Code dynamisch zu erstellen. Wir haben jetzt nur noch ein Array, das heißt Güteklassen. In den Schlüsseln stehen die Bezeichnungen, daraus wird dynamisch unser Formularfeld erzeugt und wir rechnen nachher damit sogar dynamisch. Also theoretischerweise, das können wir jetzt gerne nochmal ausprobieren. Was denn? Ich wollte gerade Schluss machen. Was? Nee, wir haben gleich noch ein paar Punkte zu diskutieren. Okay. Also theoretischerweise müsste sogar das Rechnen noch funktionieren. Also wenn ich jetzt hier überall eine 5 eingetragen habe, dann war früher immer der Gütefaktor irgendwas bei 2. Und die Gewässergüte ist 0. Na toll. Okay, der rechnet also nicht ordentlich. Woran liegt das? Das liegt garantiert, dass der hier irgendwie die Daten nicht schön überträgt. An der Stelle wäre jetzt ein mehrdimensionales Array vielleicht doch hilfreich. Warum rechnet der nicht ordentlich? Gut, debuggen tun wir später. Nicht jetzt. Ihr könnt auf die Art und Weise erstmal auf jeden Fall dynamisch euer Formular erstellen. Das ist schon der erste Schritt. Ich schaue mir das gleich nochmal an, sobald wir hier fertig sind und kann vielleicht in der nächsten Sendung ein paar Hilfestellungen geben. Okay. Stellen wir uns den Fragen. Ja, also erstmal, du hast ja Aufgaben verteilt für Klasse 7 WPU Info. Ja, aber das ist ja das Tutorial in OpenSCAD. Ja, genau. Also es gibt hier Probleme, das runterzuladen, ob du da irgendwie Tipps hast. Okay, kann ich gleich nochmal zeigen, ja? Ja, genau. Wollen wir sammeln oder ist das... Nee, das können wir jetzt meinetwegen erstmal machen und den Rest mache ich dann gleich. Okay, alles klar.
Also ich weiß jetzt, vielleicht fragst du mal, oder ich frage jetzt gleich direkt in die Kamera, derjenige, der jetzt gerade im Live-Chat ist und das Programm nicht runterladen kann, mit welchem Betriebssystem bist du unterwegs? Ich zeige es jetzt einmal nochmal für alle Betriebssysteme. Genau. Ansonsten ist das schon ein Unterschied, ob ich mit einem Linux-System unterwegs bin oder mit einem macOS oder mit einem Windows-System. Schauen wir mal erstmal auf meinen Computer. Die Heimat von OpenSCAD ist opensCAD.org. Genau, also Levin hat Windows und Linux. Windows und Linux. Na, dann kann er sich ja sogar frei entscheiden, was er will. Ja. Hier gibt es eine Download-Sektion. Ich mache das mal ein bisschen größer. Wenn ich hier auf Downloads klicke, dann bietet der mir ein Paket für macOS an. Für Windows gibt es einen Installer, ganz normal, einen 32-Bit oder einen 64-Bit Installer, je nachdem, ob ich, also was ich jetzt für ein Betriebssystem habe. In der Regel haben die meisten Leute heute ein 64-Bit-Betriebssystem. Das einfach herunterladen, ausführen, dann wird das installiert und dann habt ihr OpenSCAD zur Verfügung. Wenn ihr mit Linux unterwegs seid, macht das nicht über den Befehl, sondern ihr findet hier unten ein sogenanntes App-Image. Ich mache das einmal vor, wenn ich dieses App-Image herunterlade. Ich hoffe, dass der Stream das aushält hier. Unsere Bandbreite ist ja auch beschränkt. Geht auch relativ zügig. Und wenn der Stream jetzt nicht zusammenbricht, dann wird am Ende alles gut. Dieses App-Image hat den Vorteil, dass das wie so ein Container ist. Das heißt, da passiert nicht mehr viel damit, sondern das ist, läuft nachher alles in so einer Laufzeitumgebung, kann man sagen. Und das Einzige, was ich machen muss, ist, ich muss bei diesem App-Image sagen, in den Eigenschaften, ich möchte gerne das Ding als Programm ausführen. Wenn ich das getan habe, dann reicht unter nahezu allen Linux-Betriebssystemen das Doppelklicken und dann öffnet der diese App, dieses Image, diese Abbildung von der App. Und ich kann sofort loslegen und mit OpenSCAD arbeiten. Das gibt es für Windows leider nicht. Ich wollte immer mal gucken, ob es das auf Portable Apps gibt. Dann gucken wir jetzt einfach mal zusammen. PortableApps.com ist eine coole Seite, zeige ich in meiner zweiten. Nein, habe ich gestern. Wo habe ich denn Portable Apps gezeigt? Ich habe neulich irgendwo Portable Apps gezeigt. Da findet man Programme, die man installieren, also die man benutzen kann, ohne dass sie installiert werden müssen. Die können dann sogar auf seinem USB-Stick gefunden, also installiert werden. Und jetzt suchen wir mal nach OpenSCAD. Ach, schade. Liebe Entwickler von Portable Apps, wenn ihr mich jetzt hört, bitte sorgt mal dafür, dass OpenSCAD auch bei euch läuft. Ist ein freies Programm, solltet ihr leicht integrieren können. OpenSCAD auf Portable Apps würde echt Sinn ergeben. Dear Developers auf Portable Apps, please, please use OpenSCAD, a very useful tool for developing 3D models. Please put it to your collection and yeah, let's have fun with this on portableapps.com. Den Link schicken wir den. So. Ja. Achso, nee, hier passiert nichts mehr. Da hast du noch mehr? Ja. Erzähl. Genau, also ich habe noch was zu meinem Fachteil zu sagen. Weil ich habe gerade nochmal versucht, ein paar Leute zu bekommen für die Gewässeranalyse. Weil ich bin sehr enttäuscht. Es gibt noch niemanden, der das gemacht hat. Also, ihr könnt mir nicht erzählen, ihr habt keine Zeit. also, die dürfen nicht ihr raus. Habt gesehen, wie einfach das ist, und gerade wenn ihr überlegt, vielleicht später Wissenschaftler zu werden, dann gehört das zu eurem Alltag. Und ich kann dazu sagen, dass hier ist jetzt auch keine Grundschulaufgabe, die ihr von mir bekommt. Also es sind tatsächlich Sachen, die ich noch im Studium gemacht habe. Also da haben wir auch diese Gewässeranalyse gemacht. Aber man kann gemacht. Das auch in der Grundschule machen. Das ist ja, doch das kann Tolle. Man auch. Ich will da nur sagen, das ist jetzt kein Kinderkram. Kein Kinderkram. Keine so. Kindergartenaufgabe, sondern schon eine Schulaufgabe. Ja, es ist anspruchsvoll. Also es ist wirklich richtige Wissenschaft. Das ist jetzt, also, ne? Also wirklich eine coole Aufgabe. Und jetzt habe ich gerade noch eine Frage bekommen, wo das... ja, ich weiß, ihr habt viele Hausaufgaben, aber ihr könnt dann auch mal diese Gewässeranalyse benutzen, einfach um ein bisschen rauszukommen und mal was anderes zu machen als Hausaufgaben. So, ich glaube, das nimmt euch keiner übel. Ich spinne die Sache mal weiter. Wenn ihr Übung habt, eine Gewässeranalyse machen, dann ist das wunderbar als fünfte Prüfungskomponente im Abitur. Da kann man das ja ein bisschen weiter treiben. Oder das ist auch wunderbar
als MSA-Präsentationsprüfung. Auch da kann man nämlich einfach mal wirklich wissenschaftlich arbeiten, ja, und stellt dann einfach ein Ökosystem dar und stellt dar, wie man gearbeitet hat. Und ihr könnt das jetzt schon üben, ihr könnt damit schon anfangen. Wenn ihr euch als Hobby macht, einmal im Monat sucht ihr euch ein Gewässer in der Umgebung, fahrt mit Fahrrad hin und macht eine Gewässeranalyse, könnt ihr eine richtige Langzeituntersuchung machen. Einfach nur, weil ihr es könnt und ihr braucht nichts dafür, außer eine Lupe. Oder das gleiche Gewässer zu verschiedenen Jahreszeiten. Ja. Auch sinnvoll. Also wie auch immer ihr das schafft. Jetzt hatten wir gerade ein paar Fragen. Einmal, wo finde ich das Arbeitsblatt? Jetzt können wir vielleicht nochmal meinen Desktop zeigen, mein Bildschirm zeigen. Ihr seht hier die Internetadresse gcm.schule/tv. /tv. Entschuldigung. Macht man nicht. Und wenn ihr nach unten geht, dann findet ihr, warte, wo ist das Arbeitsblatt denn jetzt nochmal, Herr Baldauf? Da. Das Original-PDF. Nee. Ja, wo? Da, bei, richtig. Also hier findet ihr diesen Teil bei Herr Baldauf und dann da. Das Original-PDF. Also wir haben ja das hier nachgebaut und hier findet ihr aber auch einfach dieses PDF, was wir ja zur Grundlage benutzt haben, um das Ganze nachzubauen. Aber hier findet ihr einfach das originale PDF. Da. Und ihr braucht nicht alles. Ihr könnt hier auch noch mal ein bisschen rumlesen, wenn euch das interessiert. Aber wenn nicht, ist auch okay. Und dann findet ihr das relativ weit unten auf Seite 11. Genau. Und ihr findet hier auch noch mal ein Musterbeispiel. Da, wo jemand die Analyse gemacht hat und wo ihr quasi hier noch mal nachgucken könnt. Aber das hier ist euer Blatt. Also Seite 11 von dieser PDF. Ein Traum. Und wenn ihr nochmal überlegt, okay, oh Mann, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie das geht und wie Frau Alberts das nochmal gemacht hat und ich weiß jetzt auch nicht mehr, in welcher Sendung das war, da findet ihr hier hinter unter Biologie und sowas und Frau Alberts die Gewässergüteklasse-Analyse Beispielvideos. Könnt ihr euch nochmal angucken. Ihr erinnert euch, ich hatte so mit Herr Zelm zusammen so ein paar Clips gefilmt, wie ich selber die Analyse mache und die Grundlagen dazu findet ihr dann unter drittens Gewässergüteklasse-Analyse Herangehensweise. Da erkläre ich nochmal darüber, wie man die Arten erkennt und worauf man achtet und wie man das Ganze nachvollziehen kann. Also drittens und fünftens sind wichtig für euch und dann das Original-PDF unter diesem Punkt. Ja, mein Paket ist unterwegs, sehr schön. Und richtig, also dann haben wir, glaube ich, alles. Ja, Janis, für dich steht das Thema fest für MSA, aber für viele vielleicht nicht. Aber was wir euch sagen wollen ist, es ist wirklich was Cooles und viele Skills, die ihr, ja, es ist ja auch einfach immer wichtig, interessiert zu sein. So. Na, und man merkt ja jetzt auch schon vielleicht, okay, wohin geht meine berufliche Richtung und wofür interessiere ich mich und indem man solche Projekte ab und zu macht, dann merkt man vielleicht auch, okay, das interessiert mich jetzt und ich könnte mir vorstellen, sowas später mal beruflich zu machen, also wer weiß. Also bleibt offen und genau, das ist jetzt erstmal das, was und nicht zuletzt ist es einfach auch eine Sache, die wir brauchen werden. Also wir brauchen Leute, die in der Lage sind, mal schnell draußen Dinge zu analysieren, rauszufinden, wo gibt es Probleme. Das kann man nämlich nicht immer an irgendwen delegieren, sondern das müssen wir im schlimmsten Fall selber machen. Also was meine ich damit, wenn ich an einem Ort lebe und feststelle, oh Mann, irgendwie habe ich jetzt hier ein Problem mit einer riesengroßen Menge an Mücken. Oder der See, an dem ich sonst immer baden war, als ich noch kleiner war, der fängt plötzlich an zu stinken. Wie verrückt. Dann könnt ihr losgehen und sagen, naja, der fängt jetzt an zu stinken. Oder ihr geht los und macht eine Gewässeranalyse und könnt dann anschließend den Behörden hingehen und sagen, ich habe hier übrigens eine Gewässeranalyse gemacht. Die Gewässerqualität ist einfach mal hier auf Güteklasse 3 angekommen. Ihr könnt gerne mal eure eigenen Forscher losschicken, die werden zu dem gleichen Ergebnis kommen. Aber das und das sind die Tierchen, das und das habe ich gemacht. Ich bin um den ganzen See getigert und habe überall mal geschaut, was sind da für Indikatororganismen gewesen. Und es tut uns leid, wir haben hier ein Problem. Und das sind dann Fakten. Da kann euch niemand kleinreden, da kann niemand sagen, ach ja, nur weil das mal ein bisschen müffelt oder so. Also das heißt, mit solchen Skills
werden wir als Zivilbevölkerung auch handlungsfähig. Handlungsfähig gegenüber allem, was uns unsere Umwelt kaputt macht. Und ich glaube, das macht den grünen Campus Malchow aus. Und das seid ihr. Und noch eine Frage von Jannis. Ah, zum Programmieren? Er fragt, ob wir ein gutes Audioaufnahmeprogramm für Windows kennen. Ja. Komm auf meinen Bildschirm, Jannis. Ich zeig's dir. Also, ich habe hier versucht, alles ein bisschen größer zu machen, damit man es liest. Das, was wir auch im Informatik- bzw. im ITG-Unterricht benutzen, ist Audacity. Ich glaube, audacity.org ist die Heimat. Nee, das ist audacity.de. Genau. Ich glaube, das hier ist Audacity, die Originalheimat von Audacity. Audacityteam.org offensichtlich. Das ist ein Tool, das ist so für einfache Aufnahmen sehr, 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 sehr praktisch. Gibt es auch für alle Betriebssysteme, ist auch frei, hat eine Menge Skills. Ihr seht, die haben das auch inzwischen irgendwie getweakt, dass das ein bisschen schick aussieht. Und damit kann man sehr gut aufnehmen, solange du nur 2 bis 8 Kanäle gleichzeitig aufnehmen möchtest. Wenn du jetzt eine Band aufnehmen wolltest, wo du also eine Soundkarte hast mit, weiß ich nicht, 10 Eingängen, irgendwie so was Komplexes, dann stößt du mit Audacity schnell an deine Grenzen, da brauchst du was anderes. Aber solange du also nur an deinem Laptop irgendwie den Ton aufzeichnen willst, dann benutzt Audacity. Das ist genau das, was dir da weiterhilft. Audacity. Ist noch eine Frage oder machen wir Schluss für heute? Oh, Levin hat noch einen Kommentar zu OpenSCAD. Bei mir zeigt er dann, dass er es downloadet, aber ich kann dann nur auf Close drücken und nichts passiert. Welches Betriebssystem? Levin, vielleicht schreiben wir uns. Entweder du schreibst mich direkt an, baldauf@gruiner-campus-malchow.de, die Adresse sollte bekannt sein, oder du schreibst an tv@gcm.schule, weil lass uns das jetzt nicht hier weiter diskutieren. Ich helfe dir sehr, sehr gern. Wir machen das auch gleich im Anschluss, aber für diese Sendung, das scheint irgendwie ein singuläres Problem zu sein. Ich habe ja gerade gezeigt, dass es funktioniert. Ja. Ja? Gut. Gut. Das war irgendwie die chaotischste Sendung. Ich habe immer gedacht, die Sendung wäre chaotisch gewesen, aber die hier war super chaotisch. Lag daran, dass der Stream am Anfang 1000-mal abgebrochen ist und viel zu viel Zucker in meinem Blut unterwegs war, glaube ich. Ja. Nächstes Mal wird alles besser oder genauso schlimm, je nachdem. Wir wünschen euch auf jeden Fall nochmal einen schönen 1. April. Schreibt uns, wenn ihr irgendwie schöne Aprilscherze gemacht habt und die Leute gut über den Tisch gezogen habt. Nicht über den Tisch gezogen, Quatsch, veralbert habt. Aber macht keine Corona-Witze. Wir haben uns auch jeden Corona-Witz zum Thema Aprilscherz verkniffen. Ja, es ist auch tatsächlich nicht erlaubt. Echt? Habe ich heute nochmal im Radio gehört, ja. Corona-Aprilscherze sind verboten? Ja, weil erhöht das Risiko für Falschmeldungen und das ist halt alles das, was wir jetzt nicht gebrauchen können. Ja. Das ist das nicht, was wir jetzt nicht gebrauchen können. Also, keine Corona-April-Scherze, aber ansonsten, ja, genießt das Leben, bleibt gesund. Und macht Gewässeranalysen. Ciao. Ciao.